Servus und herzlich willkommen zurück hier auf dem Channel. Die angekündigte Pause war ja nun doch etwas länger als erwartet. Leider hat man aber im Vorfeld nie genau in der Hand, wie sich ein Projekt entwickelt und dann dauert es halt manchmal länger. Heute kommen wir mal zu etwas komplett anderem. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, two controllers, Gyromite and Duck Hunt. Was ihr nun hier vor mir seht, oder besser gesagt vor euch seht, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erklären. Das Nintendo Entertainment System, oder kurz NES, oder einfach nur Nintendo, wie wir damals gesagt haben, ist wahrscheinlich die Konsole schlechthin aus den 80ern. Sie war mit dafür verantwortlich, dass nach dem Crash in den 80ern die Videospielbranche wieder Fahrt aufnehmen konnte und dieses Exemplar hier vor mir ist etwas ganz Besonderes. Sieht nicht so aus, ist aber so, denn dieses Ding hier ist mein ganz persönlicher Nintendo, den ich jetzt nun beinahe rund 30 Jahre bei mir habe. Tja, und wie die meisten Nintendos dieser Ära hat auch diese hier einen ziemlich entscheidenden Fehler. Ich darf das mal kurz demonstrieren. Tja nun, das kann man jetzt wiederholen, so oft man möchte. Wie man sieht, sieht man nämlich genau überhaupt nichts. Zur Demonstration mal hier auch das Durchblasen der Cartridge. Das natürlich objektiv gesehen genau überhaupt nichts bringt, aber damals jeder gemacht hat, bringt einiges. Tja, nun, Zufälle gibt's halt irgendwie auch, okay. Das Video ist jetzt aus, Nintendo repariert, vielen Dank fürs Zusehen. Nein, natürlich nicht, Zufälle gibt's natürlich immer wieder. Dieser Fehler ist aber relativ häufig bei alten Nintendos. Ich erkläre das Ganze mal kurz. Dieser Connector hier ist dafür verantwortlich, dass die Cartridge, die oben reinkommt, mit dem Mainboard, das hier unten ist, Verbindung hat. Und das Ganze funktioniert. Mit der Zeit korrodieren die Pins aber oder leiern aus und das kann mitunter der Grund sein, warum der Nintendo seinen Dienst versagt. Zum Glück ist der NES aber aus einer Zeit, in der Elektronik noch reparierbar war. Hallo MacBook Pro Benutzer. Dieses Ersatzteil hat original rund 13 Euro mit Versand aus China gekostet. Ich habe das Ganze schon länger hier rumliegen, hatte aber einfach nie Zeit, das auszuprobieren. Alles, was wir jetzt für die Reparatur brauchen, ist ein Schraubenzieher, ein bisschen Zeit und los geht's mit der Zerlegung des guten alten NES. Das ist jetzt der Kern des Übels, der Klappmechanismus. Beim originalen Famicom wurde die Cartridge einfach oben, das ist ja schmutzig, reingesteckt. Hier gibt es einen Klappmechanismus und dieser leiert das Ganze dann über die Jahre einfach aus. Mal diesen Mechanismus, dieses Ding, dessen Name ich nicht kenne, raus. So, das ist nun der Mechanismus. Den brauchen wir jetzt vorerst mal nicht mehr. Wir sehen jetzt hier das Board, beziehungsweise das Board von seiner Rückseite.
das ist nun die andere Seite des Boards. Ich versuche mal hier das Schutzblech hier runter zu bekommen. Free at last! Zum Glück ist das Ganze hier noch relativ übersichtlich. So, dann mal runter mit dem alten 72-Pin-Connector. Man sieht jetzt zwischen alten und neuen nicht wirklich einen Unterschied. Wichtig ist nur, die beiden jetzt nicht zu vertauschen, sonst war das Ganze für die Katz. Alt, neu, alt und tschüss. Das Board nun in seiner vollen Pracht. Wie man sieht, so viele Chips sind da gar nicht drauf. Einmal haben wir die CPU. Dieser Kollege hier ist die PPU, die sogenannte Picture Processing Unit, also quasi der Grafikchip des Nintendo. Und dieser kleine Junge hier ist der berühmt-berüchtigte Lockout-Chip. Damit wollte Nintendo sicherstellen, dass nur lizenzierte Cartridges funktionieren. Schmutz aus 30 Jahren braucht es nun wirklich nicht, darum habe ich hier meinen treuen Kamelhaarpinsel und glücklicherweise gibt es keine offensichtlichen Beschädigungen, somit sollte einfach mal drüber putzen reichen, denn löttechnisch bin ich jetzt noch nicht so die Leuchte. Dann mal neuen Connector rauf. Perfekt. Sieht alles gut aus, sollte passen. Dann mal Blech rein und alles wieder zusammengebaut. Soweit so gut, reinigen ist jetzt natürlich noch angesagt. Wer jetzt an Retrobrite denkt, der hat natürlich recht, aber in diesem Fall halt auch wieder nicht. Denn wie bereits gesagt, hier handelt es sich um meinen eigenen NES, der mich jetzt seit rund 30 Jahren begleitet. Und in diesen 30 Jahren hat er natürlich auch die eine oder andere Schramme abbekommen, den einen oder anderen Kratzer und natürlich noch ein paar Kleberückstände von Aufklebern. Aber was soll's, ich bin in den letzten 30 Jahren ja auch nicht unbedingt jünger geworden und habe auch die eine oder andere Schramme abbekommen. Ein bisschen Patina schadet dem Nintendo also nicht. Darum werde ich ihn einfach nur mal gründlichst putzen. Das sollte dann genügen. Moment der Wahrheit. Hat sich das Ganze ausgezahlt? Finden wir es raus. Success! Yeah! Oh yeah! Wunderbar! Funktioniert alles wieder. Traumhaft! Träumchen! Ich sag dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich. Ich werde jetzt erst einmal ein paar Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen. Servus und bis bald, euer Christosch. Thank you.